Grüezi, Herr Strahmann. Die erste Frage ist, wer hat das Projekt wollen? Haben Sie es im Hotel irgendwie abgestimmt oder haben nur Sie das wollen? Oder wie ist das gewesen? Nein, die Idee ist eigentlich auch, wo wir daheim mal in der Familie diskutiert haben im Rahmen von eurer Projektwoche. Geraldine hat ein bisschen gefragt, was könnte man machen und so. Und dann habe ich ein bisschen einfach studieren und bin mit Ideen gekommen, einfach so ein bisschen gedacht, ja, bringen wir mal etwas ein. Und so ist eigentlich die Idee gekommen mit dem Bändchen spritzen. Und ja, ich glaube, es ist eine glatte Sache, aber es war ein Familienentscheid gewesen. Und es tragen natürlich alle im Hotel den Entscheid auch mit und haben Freude daran. Was halten Sie von diesem Projekt, so wie man es auch jetzt gesehen hat? Hätten Sie etwas anderes gemacht, oder? Nein, also ich finde es super. Ich habe es heute das erste Mal gesehen. Ich finde es absolut cool. Und bin auf die Reaktionen gespannt natürlich auch. Oder? Von den Gästen und sonst auch natürlich, von den Leuten, die durchlaufen. Ich finde es toll. Es war die Idee gewesen, eben, dass man so ein bisschen Junge reinbringt. Eben so ein bisschen das Young at Heart, oder, was wir in unserem alten Hotel ein bisschen wollen, auch verkörpern wollen. Und das ist jetzt auch eine Gelegenheit, natürlich das da draußen können zu zeigen und halt eben mit Kindern zusammen so etwas zu machen. Und ich hoffe, die haben Applaus gehabt. Ich finde es super. Aber das ist doch so ein teures Auto und so ein schickes Hotel. Hätten Sie das nicht lieber den Profis anvertrauen sollen, oder? Ja, nein, das ist eben das Lustige. Wenn wir einen Profi das gegeben hätten, dann wäre das super perfekt schematisch rausgekommen. Und das wäre aber neben dem Ziel durchgeschossen gewesen, weil wir wollen ja ein bisschen anders sein und auch andere Sachen machen. Und das ist jetzt wirklich eine Gelegenheit gewesen für alle, also für uns, so etwas zu entwickeln. Und ich finde es super, weil wir halt einfach frei, wie dich, Freiheit können schaffen und einfach euch eine Idee freien Lauf lassen, unter einer gewissen Leitung natürlich, aber da spürt man, da haben die geschaffen und haben Ideen gehabt und das hat sich verwirklicht und das ist gut. Haben Sie der einzige Bändler, ist das ja, haben Sie den wegen Ihrem Claim so angemalt, oder? Nein, es ist eigentlich der Bändler zur Diskussion gestanden, oder habe ich aufgebracht, weil es halt einfach auch etwas anderes ist. Oder? Das hat, glaube ich, echt noch niemand gemacht. Oder? Doch, es hat zwei, drei Bändchen so mit Graffiti rumgefahren. Habe ich ja schon einmal gegoogelt. Aber irgendeinen VW-Bus anmalen oder sonst einen Käfer anmalen, da gibt es so viel. Und das ist jetzt einfach mal etwas ganz anderes. Und wir wollen ja ein bisschen anders sein. Und die wollen ja ein bisschen andere Sachen machen als alle anderen. Und darum ist das, glaube ich, eine gute Kombination. Das Hotel, das Auto, steht das denn vom Hotel oder wo steht das? In der Garage? Oder? Nein, der wird sicher in der Garage verschwinden. Der steht vor dem Hotel. Und wie ich schon gesagt habe, da werde ich dann sehr gespannt sein auf die Reaktionen der Leute. Wir werden da sicher etwas erklären müssen dazu, was das Projekt war. Aber das Auto wird gebraucht. Und da wird Hotelgäste gehen, die werden die Nase rümpfen und mit anderen gehen, die werden sagen, das ist echt cool, den brauchen wir. Wir werden das sehen, aber das Auto wird vor dem Hotel stehen, das wird auch umgefahren in der Stadt. Danke vielmals.